es ist ja jetzt nichts Neues, dass die Bremer vor allem nach dem Trainerwechsel ordentliche Saison spielen. Für den einen oder anderen wahrscheinlich auch ein wenig überraschend, sich so schnell von unten rausgearbeitet haben, wie sie es wirklich geschafft haben. Das spricht schon dafür, dass die Mannschaft einen richtig guten Schritt gemacht hat, richtig gute Entwicklung genommen hat und sicher sehr intakt ist. Die Leistung der Mannschaft ist eben besser geworden. Fakt ist, dass sie ja wirklich tolle Bilanz in den letzten Wochen und Monaten aufzuweisen haben. Und wir wollen jetzt schauen, dass wir unsere positiven Ergebnisse in den letzten zwei Spielen, dass wir die vorantreiben, dass wir wieder punkten. Hat sich jetzt auch ein wenig eingefügt und auch verstanden, was wir von der Art und Weise zu spielen vorhaben. Das ist nicht so leicht, wenn man sehr kurzfristig vor Ende der Transferzeit zu einem Verein kommt. Ich finde, die Entwicklung ist positiv und die Abstimmung in der Mannschaft, was das Spielerische betrifft, wird auch immer besser. Es war schon angenehmer, nicht wieder mit dieser Frage konfrontiert zu sein und in Wahrheit nicht genau erklären zu können, was denn jetzt so die Gründe sind und weil es die eben in der Form nicht gibt. Wir fahren für uns ein wenig erleichtert vielleicht zu diesem Spiel, weil wir eben wissen, dass wir schon Spiele zu Hause gewinnen können. Sonst hat sich nicht viel verändert.